Meine Güte, sind das Temperaturen da draußen? Da will man sich eigentlich den ganzen Tag nur in eine Decke einkuscheln und eine schöne Wintermütze aufziehen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch alles andere als gemütlich. Ich meine, zu Hause will man auch mal die Decke zur Seite legen, da will man sich wohlfühlen, da will man nicht 10.000 Schichten anhaben. Man will auch auf Knopfdruck sofort Wärme haben, ja, und dann am besten an irgendwelchen Orten, wo eigentlich gar keine Heizung vorgesehen ist. Im Gästezimmer, im Schlafzimmer oder in der Küche, im Bad, überall da. Und das geht natürlich. Und was wir da jetzt für Sie mitgebracht haben, das verrät uns Sandra, weil du weißt auch, du bist ja auch eine Frau, ne? Frieren und Frauen, das gehört einfach zusammen. Aber mit unserem Steckdosenheizlüfter braucht man gar nicht viel Platz. Der ist genial. Sie kommen nach Hause, die Wohnung ist noch kalt, Sie drehen die Heizung auf. Aber das geht nicht von 0 auf 100. Hier beim Steckdosenheizlüfter, da geht das sofort. Rein in die Steckdose, anmachen und es kommt sofort wohlige Wärme raus. Wenn Sie an den Füßen frieren, die meisten Steckdosen sind in der Nähe vom Fußboden, da können Sie hier gleich Ihre Füßchen dran halten. Sie haben dazu auch eine Fernbedienung. Damit können Sie natürlich alles an- und ausmachen. Sie können zum einen, ist wie immer, jetzt geht's. Sie können zum einen die Temperatur hochstellen. Sie können es auch auf Stufe 2 lüften lassen. Dann geht der viel stärker, da kommt viel mehr Wärme raus. Das Tolle daran ist, sie ist viel schneller als eine normale Heizung. Bei einer normalen Heizung, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber Sie wollen ja sicherlich nicht den ganzen Tag 10 Stunden die Heizung laufen lassen daheim, sondern Sie wollen die tagsüber aushaben. Und dann kommen Sie nach Hause und es ist kalt. Hier, diese Heizung macht es sofort warm. Ist viel schneller als eine normale Heizung. Natürlich hier in der Nähe dann. Ne? Wenn Sie hier rankommen, das ist richtig warm. Sie können stufenlos entscheiden zwischen 15 und 32 Grad, wie warm Sie es haben wollen. Ich kann hier oben ja mal auf 32 Grad machen, obwohl 32 Grad, wollen wir das? Oh, das ist eine Wohlfühltemperatur. Ist genau meine Temperatur. Okay. Lass ruhig. 28, 29, 30, 31, 32. So, und jetzt mache ich gleich auf Stufe 2, damit es viel schneller warm wird. Höchste Stufe. Dazu kommt, Sie haben ja auch einen Timer an der Fernbedienung. Sie sehen hier 2, 4, 6, 8, 10 oder 12 Stunden. Sie können sich gleich, wenn Sie es anmachen, entscheiden, wie lange Sie Ihre Heizung laufen lassen wollen. Früh würde ich sagen, nicht mehr als 2 Stunden. Mhm. Weil bis man dann aus dem Bad raus ist. Es geht nur zur Sicherheit, falls Sie es vergessen, schaltet sich die Heizung dann nach 2 Stunden automatisch ab. Sie können auch entscheiden, wenn Sie es zum Beispiel in einer Kammer laufen lassen wollen, wo Sie nur 15 Grad brauchen, dann stellen Sie einfach nur 15 Grad ein. Jetzt sind wir bei 29, 28, 27. Ich lasse es mal auf 26 für dich. Anne-Kathrin, die friert immer. Wenn ich jetzt auf 15 Grad mache, dann erwürgt mich Anne-Kathrin. Wenn Sie auch zu den Menschen gehören, die immer viel frieren, das ist ideal für Sie. Es sieht schon aus wie ein Kamin. Sie können genüsslich hier Ihre Füße davor halten oder die Hände. Ich mache es halt hier nicht, weil es ist wirklich warm. Es ist, also für mich ist es zu heiß, um die Hände direkt ranzuhalten. Verbrennen möchte ich mich jetzt auch nicht unbedingt. Ideal für die Küche, wenn Sie zum Beispiel frühstücken und es ist Ihnen zu kalt, einfach ab in die Steckdose, die Füße davor und es wird warm. Es ist auch ideal für Schlafzimmer, gerade abends. Also ich mag es sehr, das Fenster, bevor ich ins Bett gehe, richtig aufzureißen und zu lüften. Aber dann komme ich ins Bett und dann ist es so kalt, da ganz schnell ein bisschen Wärme an die Füße, tut immer gut. Im Bad, angenommen, Sie werden nachts häufig wach. Je älter wir werden, desto häufiger passiert das ja auch. Dann können Sie ganz schnell diesen Steckdosenheizlüfter anmachen und die paar Minuten, die Sie im Bad sind, haben Sie dann hier Wärme aus dem Gerät. Wirklich überall, auch im Büro, Ihr unmittelbares Umfeld wird sofort wohlig warm. Ja. Und du brauchst nicht viel Platz. Ne? Ja. Jetzt eine riesen Heizung im Büro aufstellen wäre eigentlich nicht möglich. Oder hier so ein kleines Gäste-WC. Die wenigsten Gäste-WCs haben dann auch wirklich eine Heizung. Oder wie gesagt, auch Schlafzimmer, ja, wenn man die Heizung immer aus hatte, bis man das Schlafzimmer richtig warm bekommt. Gerade wenn man mal krank ist, wenn man mal kurzfristig schnell Wärme braucht, ist das doch Gold wert. Oder wir beide Berliner, ja, ich weiß nicht, wohnst du auch im Altbau? Ja, da kann es ja mal häufiger passieren, dass da die Heizungen im Winter ausfallen, ist bei mir auch schon oft vorgekommen. Und dann brauchst du wirklich so eine kleine Ersatzheizung. Oder morgens ist man immer noch richtig durchgefroren, ist man noch müde, will man sich am liebsten wieder ins warme Bettchen kuscheln. Und bis die Heizung im
im Badezimmer warm wird, das dauert. Und wenn du das hier ganz unterstützen kannst, und sieht auch toll aus, ne? Wie toll das aussieht. Ja. Also einer allein wird wahrscheinlich nicht reichen, um richtig Spaß zu haben. Denn dann kommt der Mann und will andauernd diese kleine Mini-Heizung mitnehmen. Der steckt die einfach ein und dann hat er die im Büro. Und sie stehen wieder da und haben keinen Steckdosenheizlüfter. Ich empfehle Ihnen wenigstens zwei. Wenn Sie Kinder haben, auch schon die 15-, 16-jährigen Mädchen, die frieren immer. Passen Sie auf, die nehmen Ihnen auch den Steckdosenheizlüfter weg und haben den bei sich im Zimmer. Dann sind es drei oder vier sogar, die Sie brauchen. Genießen Sie ihn, weil er ist wirklich eine tolle Erfindung, dieser Steckdosenheizlüfter. Hier bei uns im Sender ist er auch ständig weg. Ich muss ihn suchen. Ich habe ihn schon mal vorstellen dürfen. Ja, ja, die sind immer verschwunden. Ich war froh, dass ich wieder einen hatte und ihn ihr zeigen kann, weil er so genial ist. Sobald es irgendwo kalt ist, rein in die Steckdose und Sie haben sofort Wärme. Sie können sich sofort Hände, Füße, alles wärmen. Am besten, wenn Sie neben der Steckdose dann vielleicht Ihren Fernsehsessel haben. Und Sie kommen nach Weihnachten nach Hause, waren bei Ihren Lieben zu Besuch, kommen nach Hause, es ist kalt. Dann kuscheln Sie sich gleich neben Ihren Steckdosenheizlüfter. Sieht aus wie ein Mini-Kaminfeuer, genießen Sie ihn und haben Sie es kuschelig warm. Ja, vor allen Dingen für 28,41 Euro kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers knapp 60 Euro. Und so teuer sind die auch übrigens im Baumarkt. Und wenn es Ihnen aufgefallen ist, wir hatten ja unser Vorgängermodell, unser Steckdosenheizlüfter, der war so begehrt. Aber jetzt haben wir wirklich nochmal, dass wir gesagt haben, das ist nicht nur einfach eine tolle Sache, weil es schnell wärmt, sondern es sieht optisch auch noch ganz, ganz klassisch aus. Wie so ein Kamin direkt an der Wand. Und viele träumen ja auch von einem Kamin, aber meistens ist ein Kamin nachrüsten teuer, es macht Schmutz, es riecht. Hier habe ich nur Vorteile. Und das ist so eine kleine Heizung, die kann ich wirklich, morgens habe ich die bei mir in der Wohnung, ja, und dann stecke ich die aus der Steckdose und packe die in meine Handtasche. Wie cool ist das denn? Die Heizung to go, ja, nicht der Kaffee Heizung to go, die Heizung to go. Die kleinste Heizung, die Sie wahrscheinlich je gesehen haben, packen Sie einfach in die Handtasche, nehmen Sie mit zur Arbeit oder bestellen am besten gleich zwei, drei, wie du gesagt hast, dann muss man nicht mal wechseln. Gerade in der Familie ist das gut. Mhm. Und Sie bekommen die schöne Fernbedienung dazu. Oh, praktisch. Das heißt, der steckt schon in der Steckdose und Sie können ihn dann schon, sobald Sie ins Bad kommen oder in die Küche oder ins Schlafzimmer, ganz schnell mit der Fernbedienung an, ausmachen, warm, kalt. Das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr schöne Sache. Fernbedienung also immer dabei haben. Und das ganze Komplettpaket bekommen Sie mit der NX3322 und der 569. Der kleine Kamin, dann natürlich die Heizung für die Steckdose plus Fernbedienung, alles mit dabei. Und wie gesagt, super beliebt. Das Vorgängermodell war auch lange, lange Zeit ausverkauft, verständlicherweise auch. Und jetzt nochmal unser Nachfolger, super schick und modern für 28,41 Euro. Schlagen Sie zu, warten Sie nicht zu lange. Wie gesagt, normalerweise kosten die knapp 60 Euro. Ich habe die teilweise auch schon im Baumarkt für 70, 80 Euro gesehen. Ja, und die Dinger gehen trotzdem, weil es ist, klar, wir haben jetzt Dezember, aber man merkt schon so ein bisschen die Klimaverschiebung. Es ist jetzt noch kalt, aber es wird noch kälter werden. Ne? Ja, und wenn Sie sofort Wärme brauchen, dann sofort zugreifen. Ja. Das Wort sofort ist jetzt hier gerade mal das Motto. Bei Sofortwärme einfach die Steckdosenheizlüfter in die Steckdose. Sie können ihn hoch, runterstellen zwischen 15 und 32 Grad. Er sieht wunderschön aus. Ein Timer ist dabei für 2, 4, 6, 8, 10 und 12 Stunden. Sie haben den tollen Kamineffekt. Es sieht also auch richtig gut aus. Überall, wo Sie das brauchen, in Ihrer Nähe wird es sofort warm. Übrigens ist es auch ein hochwertiges Keramikheizelement. Es ist also auch ein hochwertiger, kleiner, toller Kamin. Und verbraucht dabei gerade mal 500 Watt. Also ist zwar sofort warm und 500 Watt für so eine Heizung ist ein Witz. Mein Stabmixer in der Küche zu Hause verbraucht 800 Watt. Also das ist wirklich ein Witz. Wir haben an alles gedacht und natürlich, dass das Ganze auch noch bezahlbar ist. Mit 28,41 Euro gehen Sie jetzt ganz schnell in die Leitung und sichern Sie sich Ihre Steckdose bzw. Ihren Heizlüfter to go für die Steckdose. Es nimmt nicht viel Platz weg, ideal für kleine Räume. Und wenn man eben so verfroren ist, so wie ich, oder wenn man eben auch mal auf Knopfdruck ganz schnell Wärme will, dann ist das genau das Richtige jetzt in diesen kalten Jahreszeiten. Und dann muss man sich nicht ständig in eine Decke einkuscheln. Ist zwar mal kurz gesehen toll, aber viel schöner ist ein Steckdosenheizlüfter.